Ja, ein Arbeitgeberwechsel ist natürlich auch in der pauschal dotierten Unterstützungskasse möglich. Die Frage ist natürlich immer, findet sich ein Arbeitgeber, der bereit ist, die Versorgungszusage auch zu übernehmen? In letzter Zeit, in dem sich sehr viele Unternehmer für die pauschal dotierte Unterstützungskasse interessieren und solche Versorgungswerke einrichten, ist natürlich auch der Wechsel immer leichter. Auf der anderen Seite muss auch gesagt werden, dass ein Wechsel oder eine Übertragung hier nicht unbedingt notwendig ist. Anders als bei Versicherungsverträgen, bei denen es am Anfang die Verträge sehr schlechte oder negative Verläufe hat. Frankfurter Allgemeine, FAZ, hat vor kurzem ausgerechnet in einer Studie, zwischen 14,5 und 20 Jahren dauert es, bis bei einem Versicherungsvertrag die eingezahlten Beiträge wieder vorhanden sind. Da ist eine Übertragung, wenn allzu großer Schaden vermieden werden sollte, fast notwendig. Bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse wird jeder Euro verzinst und es ist aus Mitarbeitersicht überhaupt keine Portabilität notwendig. Aus Arbeitgebersicht wird der alte Arbeitgeber, wenn es nur geringe Ansprüche sind, die Ansprüche abfinden. Wenn es Ansprüche sind, die nicht mehr abfindbar sind, wird er sie weiterführen und weiter die Liquidität im Unternehmen behalten. Ein neuer Arbeitgeber, der eine Versorgungszusage übernimmt, wird sich mit dem Alten einigen müssen, ob dieser die Mittel überhaupt freigibt. Zwingen kann er ihn nicht dafür. Das ist das, was der Gesetzgeber ausdrücklich gewollt hat, weil er sich im Plan war, Innenfinanzierungssysteme führen auch zur Innenfinanzierung. Sie werden auch im Unternehmen investiert und ein Mitarbeiterwechsel kann nicht dazu führen, dass eine Versorgungszusage übertragen werden muss. Das heißt, dass der alte Arbeitgeber die Liquidität freigeben muss, wenn er es vielleicht kurz vorher in einen LKW, in einer Lagerhalle oder Ähnlichem investiert hat.